Hallo, ihr Querlinge! Dringil und seine Gefährten sind immer noch in Elif's Rot unterwegs, einem Höhlchen irgendwo, grob in der Nähe von Mantulderit. Und hier gibt es zwei Sachen zu tun. Zum einen soll ich die Karawane überfallen, Attack the Duergar Caravan, a valuable opportunity. Und zum anderen soll ich irgendeine Erpressung von Raufrin durchführen, die hier angeblich auch hergeschickt worden ist. Und nebenbei hieß es von Kentra, der Zentarim-Chefin in Mantulderit, dass ein Zentarim-Späher namens Frukul hier wäre und diesen Ort halt ausspioniert hätte und der Meinung gewesen wäre, dass man hier das gut machen könnte mit Raufrin. Leider haben die Helden jetzt hier eine Leiche erspäht. Da, und das ist... Hä? Frukul? Okay, nach einem Laden des Spiels ist Frukul jetzt nicht mehr da, aber hier lag Frukul. Das hier ist Frukuls Habe. Und das macht mich ein bisschen beklommen. Weiß etwa jemand, dass Frukul hier ist? Was ist das überhaupt für eine Folterkammer hier? Dringilein, gibt's hier Fallen? Ist Frukul vielleicht nur in eine Falle reingetorkelt? Unvorsichtigerweise? Oder hat ihn jemand in selbige reingeschossen? Gedrückt? Oh. A dead halfling lays in the exit of the secret tunnel. He seems to have been stabbed multiple times and bled out. Ja. Also ein toter Halbling liegt hier am Ausgang des geheimen Tunnels und er scheint mehrmals, stabbed, keine Ahnung, aufgespießt worden zu sein und ausgeblutet zu sein. Also hier, wo der Beutel liegt, da lag vor meinem Rausgehen und reingehen ins Spiel noch der tote Halbling. Cool. Das stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Ne? Wir als Rollenspieler haben ja Vorstellungskraft. Und diese Spinnen hier überall, die gehen mir irgendwie... Bleh. Examine the body, also untersuche den toten Körper. This is the body of Frukul, the halfling who was speaking with Kentra earlier. It seems he was first stabbed with a poison blade, then tortured until his death. Das ist die Leiche von Frukul, dem Halbling, der früher im Spiel, in der Kampagne noch mit Kentra gesprochen hat. Ich glaube, das war der, als wir zum ersten Mal bei Kentra waren, da hat die ja noch mit irgendwem gesprochen, der dann weggelaufen ist. Der uns noch irgendwie so komisch gemustert hat. Ich meine, das war Frukul gewesen. Es scheint, dass er erst, wieder dieses Stepped. Ich übersetze es mal, es ist als aufgespießt. Es scheint, er wäre zuerst aufgespießt worden mit einer vergifteten Klinge und dann zu Tode gefoltert. Hm, toll. Das ist nicht gut. Ich finde den Bolzer der Schatten. Den Bolzer der Schatten ist eine Armbrust. Oh, nimm mal an. Was ist das? Ach, das ist jetzt wieder hier. Ja, Olive, danke. Und das da? Großer Waffenständer. Ich finde die Schneide des Blitzes und einen +4 Stecher. Oh, nehmen wir alles ein. Dringil, du solltest eigentlich mal wieder schleichen, weißt du das? Haben wir hier irgendwo was Verstecktes? Fässer. Dringilein, kannst du hier nicht schießen? Danke. Gold. Halt. Und ein großer Heiltrank. Also ein bisschen Plunder. Auch da ist Raufrin. Wenn Raufrin hier so nah an diesem Halbling ist, dann weiß sie doch genau, was hier abgeht und hat doch bestimmt irgendein Ass im Ärmel. Im rot-grauen Ärmel. Was ist das da für ein Sarg hinter dir? Wieso leuchtet da was? Also Raufrin, pah, you are late to your own meeting, outsider, or should I say, Zentarim. Pah, du bist spät oder du kommst zu spät zu deinem eigenen Treffen, Außenstehender, oder sollte ich sagen, Zentarim? I should have known better than to trust a turncoat to handle the hierarchy in my guard. Ich hätte es besser wissen müssen, als einem Turncoat, keine Ahnung, einem Wendehals zu vertrauen, die Hierarchie in meiner Wache zu verändern oder zu managen.
Das war diese Geschichte mit Nenlyr und wie hieß der andere? Keine Ahnung. Irgendwie diese Queste mit ihr. Illyma, glaube ich. Didn't you end up getting what you wanted? Hast du nicht bekommen, was du wolltest? Also egal von wem. Has Illyma not been up to your standards? Genügt Illyma deine Anforderungen nicht mehr? Oder, yeah, I get it. You don't trust anyone. Let's move on. Ja, ich habe schon verstanden, du traust niemandem, also kommen wir jetzt zur Sache. Und Dringil sagt, didn't you end up getting what you wanted? Hast du nicht bekommen, was du wolltest, damals bei der Geschichte mit Illyma und Nenlyr? Yes. In a manner of speaking. But then you aligned with my opponents in the Centarim. I would have much rather had you as my operative. Ja, stimmt schon, aber dann hast du dich mit meinen Konkurrenten, mit meinen Wettbewerbern wohl eher, Konkurrent ist das gleiche Wort, mit meinen Konkurrenten, den Centarim, alliiert. Dabei hätte ich dich lieber, oder hätte ich euch lieber als meine Werkzeuge oder Untergebenen. I feel sick to my stomach, knowing that you were involved. What in the Spider Queen's name do your Centauri Master want? Und im Nachhinein ärgert sich das natürlich, dass Außenstehende oder Centauri-Verbündete in ihre komische Nenlyr-Illyma-Geschichte involviert, also verwickelt waren. Und jetzt fragt sie, was unsere Centauri-Meister, die Meisterin Kendra, will. Das kann ich Ihnen sagen. I need you to sign this revised peace treaty. Das wäre mit der Tür ins Haus gefallen. Also ich will, dass du diesen angepassten Nicht-Angriffspakt oder Friedensvertrag unterzeichnest. Oder? Kendra rejects your version of the treaty. She wants you to accept her terms. Kendra lehnt deine Version oder deine Fassung des Vertrags ab. Sie will, dass du umgekehrt ihre Bedingungen akzeptierst. Oder? Just sign this piece of paper here. No need to read it. Unterzeichne einfach dieses Stück Papier. Es gibt keinen Grund, es zu lesen. Ach ja. Tja, was sagt man denn jetzt? Eigentlich, ich sag echt mal das Dritte, weil ich will wissen, wie sie reagiert. Also, unterzeichne einfach dieses Papier hier, es gibt keinen Grund, es zu lesen. Raufrin takes the paper from your hands and scrolls through it. Her face turns into a large scroll. Raufrin nimmt ja das Papier aus den Händen und geht es durch und ihr Gesicht wird zu einem großen, keine Ahnung, was Scroll ist, aber bestimmt irgendwas, was Missfallen ausdrückt. You expect me to sign this? It gives a clear advantage to the Centarim. Also du erwartest, dass ich das unterzeichne? Das gibt den Centarim einen großen Vorteil. I refuse. Surely Kendra can't believe I'd ever sign my name to such foolishness. Ich weigere mich oder ich lehne ab. Kendra kann sicher nicht ernsthaft glauben, dass ich jemals meinen Namen unter einen solchen Blödsinn setze. So. Charisma-Probe. This is a negotiation. Let's negotiate. Also das ist eine Verhandlung. Also lass uns verhandeln. Oder eine Stärkeprobe. I won't leave this room until you sign. And neither will you. Also ich werde diesen Raum nicht verlassen, bis du unterzeichnet hast und du wirst ihn auch nicht verlassen vorher. Oder drittens, sure, I don't know the exact contents of the treaty. Let's talk about it. Sicher, ich kenne nicht die genauen Inhalte des Vertrags, lass uns darüber reden. Oder whatever, it doesn't matter to me. Leave, also nach dem Motto, ja, ist mir auch egal, einfach gehen. Aber wir haben ja den Auftrag, dass sie unterzeichnet und ich würde es mal mit Charisma probieren. Also die Stärkeprobe würde bei Trinkiel mit Sicherheit funktionieren, der hat ja Stärke 20 oder so, keine Ahnung. Also hoch. Charisma ist, glaube ich, nicht ganz so hoch, oh, ich weiß gar nicht mehr. Aber hoch genug, dass ich auch eigentlich sicher
relativ sicher bin, dass er das schaffen wird. Ja, mal gucken. Charisma-Probe. This is a negotiation. Let's negotiate. Let's negotiate. Das ist eine Verhandlung. Lass uns verhandeln. Und sie findet das gut. You want to be diplomatic? Fine. Du willst also diplomatisch sein. Ist okay. This treaty will destroy any esteem my people have for me. Give me a single reason why I would put my name on this parchment. Dieser Vertrag würde alle Wertschätzung, alle Ehrfurcht zerstören, die mein Volk für mich hegt. Gib mir einen einzigen Grund, warum ich meinen Namen unter dieses Parchment setzen sollte. Keine Ahnung, was Parchment wieder ist, aber irgendwie was Negatives. So. Dann kann ich sagen, we found evidence that you tortured and killed a Centarium agent. Wir haben Beweise dafür, dass du einen Centarium-Agenten gefoltert und getötet hast. Das ist dann wohl Frukul da hinten gewesen. Also erstens, dafür gibt es gar keine Beweise. Ich habe bisher keine Beweise gesehen, dass sie das gewesen ist. Das ist naheliegend, aber ja. Und sie wird darauf antworten, das ist das Business hier im Unterreich. Hallo, er war ein Agent. Das ist, ja, es gehört zum Berufsrisiko. Das ist ein schwacher Grund. Oder ich kann sagen, signing this may harm your position, but you'll survive. Das ist also quasi eine Drohung. Das wird deine Position zwar schwächen, aber du wirst überleben. Oder drittens, signing this treaty is much better than dealing with the revelation of favoring the Duergar's treaties, just because you're having an affair with one. Das ist jetzt die Anspielung auf das, was die Helden rausgefunden haben. Also diesen Vertrag zu unterzeichnen ist viel besser, als mit der Enthüllung umzugehen, dass du den Duergar in den Verträgen der Drow mit den Duergar Vorteile verschafft hast, einfach nur, weil du mit einem von ihnen eine Affäre hattest. Oder hast. Having, hast, genau. Oder viertens, you can pin this on another Drow. You seem to have a knack for that. Also du kannst es einem anderen Drow anhängen. Du scheinst sowas gut zu können. Ja, nach der ganzen Vorgeschichte der letzten Episoden natürlich Option 3. Also signing this treaty is much better than dealing with the revelation of favoring a Duergar's treaties. Genau, also die Anspielung auf die Affäre mit Lurkohl oder wie der hieß. The queen take your eyes. But you are right. Curse you, outsider. You are right. Also die Spinnenkönigin möge dir die Augen auskratzen. Du hast recht. Ich verfluche dich, Outsider, Außenstehender. Du hast recht. Wir haben ihr zwar gar keine Beweise vorgelegt, dass das so ist, aber ja, wahrscheinlich verkürzt das Spiel das jetzt, aber sie nimmt wahrscheinlich an, wenn wir mit so einer Ungeheuerlichkeit kommen, die geheim ist, dann werden wir wohl auch irgendwas Dickeres in der Hand halten als nur irgendein Gerücht. Raufrin signs the treaty and hands it back to you. Also Raufrin hat den Vertrag unterzeichnet und gibt ihn dir zurück. Now get out of here before I change my mind. Jetzt raus mit euch, bevor ich meine Meinung ändere. Und damit habe ich Meet with Raufrin at Elith's Road gemacht. Das ist wirklich ein Sarkophag. Ja, wen haben sie denn hier beigesetzt? Interessant. Raufrin ist weg. Einfach so. Was liegt denn hier noch? Ha, das habe ich doch eingepackt. Hier liegt immer noch was da, wo Fuku lag. Das verstehe ich gar nicht. Trinkel, komm mal her. Was haben wir denn da noch? Hä? Habe ich das vorher nicht genommen? Oh, weia. Wie nachlässig. Ich habe wohl die falsche Taste gedrückt. Naja, das kann passieren. Sarkophag. Goldene Tempus-Statue. Och, es macht wenigstens wieder zu. Sieht man da was? Da drinnen? Nö, der ist komplett leer. Nix drin. Na gut. So, dann habe ich ja nur noch die Aufgabe, jetzt den Duergar auch noch ans Bein zu pissen. Und denen hier den Waffen- und Rüstungsnachschub abzuschneiden. Schieß mal.
Trinkilein, ich hatte eigentlich gesagt, dass du schießen sollst. Du hast eine Fernkampfwaffe. Ja, gut. Pilze, ansonsten ist hier nichts. Da ist eine Tür. Wo geht denn das hin? Ich höre hier auch irgendwelches Gegrunze jenseits. Irgendwie hat Raufried doch garantiert noch ein Ass im Ärmel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt einfach hier so davon macht. Apropos Ass im Ärmel. Hier oben ist die Karawane. Da bin ich ja dann zurückgelaufen beim letzten Mal. Was ist hier wohl dahinter? Mach mal auf. Untote. Ach, hier ist wohl der Stützpunkt von diesem komischen Zwerg, von diesem Orkus-Diener, der angegriffen hat. Wahrscheinlich. Na komm, ein bisschen Übung kann ich schaden. Kommt mal dazu. Dringilein. Schieß mal auf den Ghoul. Donk. So. Jetzt gehst du mal zurück. Jahild stürmt nach vorn. So, danke. Jahild sammeln. Elydia, ich glaube, segnen. Erneuerung. Ne, was ist denn hier der Segen? Segnen. Mach das mal. So. Und ihr Fernkämpfer mal alle da auf den. Und du. Siegreiche Woge, mach das mal. Dringilein, warum gehst du da hinten hin? Bist du gerade irgendwie... Schleichbonus. Habe ich dich zurückweichen lassen gerade? Oder warum weichst du zurück? Das macht gar keinen Sinn. Dringilein, schieß mal. Aber pump dich vorher. Abis cool. Ist der jetzt... Was? Wo ist denn der hin? Ach, der ist jetzt weg und ich habe ja noch andere Gegner. Schön, dass Hommet von weg rennt. Finde ich echt gut. Hommet zurück. Lebensmüder Kundenträger. Ach, da ist ein Todespriester. Oh, das sollten sich aber Elydia und... Ach, das macht die alle dreimal. Jahild hat die da hinten im Griff. Da wird nichts passieren. Dringil, machst du was? Wo ist denn der Todespriester hin? Ach, ist er jetzt weg oder was? Das war's aber schon. Hier liegt irgendwie so ein Fuß. Wahrscheinlich war das das schon. Hier, Ghoul. Ist ja auch weg. Was ist das, der Waffe des Glaubens? Elydia, was kannst denn du alles? Wow. Ja, dann alle greifen mal hier an. Na kommt schon. Weg. That was intense. Was? That was intense? So. Das war die Waffe des Glaubens. Was ist denn das hier für ein komisches Ding, diese Höhle hier? Noch ein Sarkophag. Waffenständer, mach mal auf. Ein Hafnerring, das ist auch irgendwelcher Plunder. Kram, Feuerschalen, aber nichts, keine Fallen, gar nichts. Hier knurrt's aber auch hinter der nächsten Tür. Mach mal hier auf. Zaubertrank der Selbsterweckung. Oh, nehm mal an. Na, hier geht's munter weiter. Mach mal Donk. Irgendwie gibt's diese fiesen Hinterhältigkeitsangriffe und Boni hier gar nicht mehr, die ich in der Originalkampagne noch hatte. Hat's immer so einen komischen Gong gegeben, wenn Dringil aus der Verstohlenheit heraus geschossen hat. Das ist irgendwie jetzt nicht mehr da. Deswegen dauern die Kämpfe auch so lange. Attacke auf alle. Aber ich hätte gerne mal hier sammeln und nochmal hier den Segen. Ah. Ah.
ihr drei auf den. Jahild, du hast gesammelt. Mach mal einen Schildsprint. Was habe ich da, oder? Schildschlag. Schildmauer. Lähmungsschrei. Sicherer Schlag. Mach mal den da auf den da. Irgendwie. Mit dem hier werden sie schon fertig, seine Kollegen. You want some more? Got him! Vicious Blow! So. A Vicious Blow oder sowas ähnliches. Kampf? Was war denn jetzt hier? Abyss Ghoul, Skelettbogenschütze. Kritischer Treffer. Wer hat denn jetzt gekillt? Das weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Egal, macht mal weiter. Jahild steht mittendrin, so muss das sein. Und ihr schießt mal auf den da. Hobbit hat einen Ghoul geholt, selber. Gut. Feuer mit Feuer bekämpfen. Und Untote mit Untoten. Na kommt. Mach mal hier einen Splitterschuss. Jawohl, gut. Todespfeil. Na gut. Mach mal dein Zeichen auf den Typen da. Lydia, mach du mal dein Zeichen. Was ist das für ein Kasper? Shield of Orcus, schon wieder so ein hässlicher Nekro-Zwerg. Dringil, die versteinert oder was ist hier los? Okay, für eine Minute. Kann ich das lösen? Helfen. Schlossenheit. Die gleiche Woge. Nee, das kann ich gar nicht. Aber da hinten ist gerade weg. Also ja, Held ist frei. Alles gut. Geh mal da hin. So, Illydia, du gehst mal weg. Danke. Mach nochmal einen Segen. Er ist irgendwie weg, oder? Danke. Ja, Dringil kann zwar noch kämpfen, ist aber irgendwie halb versteinert. Habe ich irgendwie einen Trank, der sowas wegmacht? Klebefläschchen wohl kaum. Trank der Erneuerung. Befreit euch von einem einzelnen negativen Effekt. Selbsterweckung ist Quatsch. Verbesserter Heiltrank. Mach mal hier Erneuerung. Got him! Okay, hat das jetzt geholfen? Ach nee, das hast du selber gemacht, natürlich. Das ist doch hier. Ach, das ist scheiße. Das ist doch hier irgendwie so dein Skill irgendwo, oder? Was hat die KI jetzt gemacht? Irgendwie so ein. Ja, so ein Heilungs-. So ein Steinhautzauber. Ach, Mensch. Ich hab's zu lange nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht mehr alles hier. Du kannst auch nicht mehr zurückweichen hier, weil du aus dieser komischen Ecke drin bist. Yeah, that's right. Geh mal weg. Schuss. Mach da mal dein Zeichen drauf. Und da fliegen die Bröckchen. Die Zwergenbröckchen. Und Kollege Hobbit hat die dicken Sprüche parat hier. Wickel des Schlösserknackens. Das klingt. Boah, plus 6 auf Schlösserknacken. Wow. Alles nehmen. Gelber Saphir-Trank, das war ja Odems verbesserter Heiltrank. Was ist das für ein Typ hier? Was ist denn das für ein Nekromant? Hosenbund der Toleranz. Explosionskugel und Sternsaphir. Das ist nichts super Besonderes, glaube ich. Oh, hier ist nichts mehr. Ich komme jetzt wieder in die Nähe dieser Karawane eigentlich.
Aber hier sind noch mehr komische Gestalten. Und ich denke mal, mit diesen anderen komischen Gestalten geht's dann weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.